Wegen der verschwundenen Leute. Hatten wir schon. Ich muss doch irgendwas zu den verschwundenen Leuten finden. Soll ich mehr mit Vatsach sehen? Ich rede mal mit Vatras. Tja, ihr merkt schon, dieses Spiel ist keinerweise blind. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich nicht schon jahrelang nicht mehr gespielt hätte und dementsprechend nicht mehr weiß, was so als nächstes kommt. Deswegen irre ich hier gerade auch durch die Gegend nach irgendwelchen Hinweisen, die hier noch in der Stadt zu erledigen sind, bevor ich mich dann rausbegebe. Zum Beispiel, wie ich die Rüstung da hinten dann doch bekommen soll. Rack, regt mich gerade auf irgendwie. Ah, macht mich aggressiv! So, Vatras, was soll das tun? Und so bat er Innos, jenen Teil seiner Macht. Hi. Dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Na genau, ja, ich weiß, wo du meinst. Erzähl mir was über die Götter, Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft. Tja. Nix Neues, ernsthaft. Gut, es gibt da noch diesen Brief von Kanta. Den Auftrag werde ich dann erstmal erledigen und dann, glaube ich, mache ich die Aufnahmesession einfach schon ein Ende, weil ich erstmal keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Und es ist auch schon reichlich spät heute, deswegen will ich dann lieber mal etwas später weiterspielen, wenn ich einen klaren Kopf habe. Versteht sich. Ja, es gibt irgendwelche Zusammenhänge, die sich mir noch nicht ganz offenbaren, aber ich habe auch noch längst nicht mit allen Leuten geredet. Es gibt da die Leute am Marktplatz, die in der Kaserne und die weiteren Paladine am Hafen. Ich werde erstmal zu Lord André. Mit dem zu reden wird bestimmt auch noch einiges bringen. Da. Hallo? Ist mir gerade ernsthaft das Spiel abgeschmiert? So, und da beginnt auch schon eine neue Aufnahmesession von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Aber mir scheint, ich habe beim letzten Mal nicht ordnungsgemäß abgespeichert, weil guck mal, wo wir hier wieder sind. Wir sind wieder auf der Flucht vor dem Barmann. Nun ja, aber ich denke mal, in diesem Part werden wir ein kleines bisschen mehr Progress haben, weil ich mal ein bisschen was vorhabe. Bleib stehen, du Lump! Selber Lump. Naja, um Lumpen geht's auch. Nämlich, dass ich mir Lumpen anziehe. Gott verdammt, was waren das für Lags? Was sind das für Lags? Durchgehende FPS-Zahl von 20. Kann es sein, dass ich noch irgendwie ein Fenster schließen muss? Naja, egal. Wir spielen das mal so weiter und wenn das nächste Mal wieder Lags kommt, dann, nun ja. Jetzt habe ich ja keine zu allzu, wie soll ich sagen, stabile Framezahl. Wenn die Festplatte rödelt, das ist doch ein wunderprächtiges Schauspiel. Also, Lumpen, worum geht's? Genau, das, was ich letztens mit der Mauer versucht habe, war ein kompletter Fehlschlag. Ihr wisst es ja, um diese Rüstung zu bekommen. Ist ja inzwischen ein bisschen länger her. Aber im Grunde, es gibt einen Trick dabei. Ich habe einfach nochmal nachgeguckt und will mal gucken, ob mein Trick klappt. Nämlich, die Probleme habe ich kommen sehen. Dass Rupert hier erstmal... Naja. So. Guckt euch das mal an. So. Und exakt so hatte ich das auch vor. Endlich hat mal was geklappt. So, jetzt kann ich hier die Truhen plündern en masse. Irgendwie eine Bürgerkleidung, 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 Bürgerkleidung. Alter, viel. Und sogar Laborwasserflaschen. Für den Alchemisten ist also auch was dabei. Nun gut. Und in der anderen Truhe ist die besagte Rüstung, die ich unbedingt haben will. So, nämlich die Lederrüstung. Und ein paar Fackeln. Ja, das finde ich doch mal gut. So, Leute. Und die wollte ich ja unbedingt haben, bevor ich hier das kleine Dörfchen verlasse. Dementsprechend können wir dem auch jetzt Folge leisten, dem Ruf des Verlassens des Gebäudes.
Ist jetzt nur die Frage, wie wir hier rauskommen. Oh, Frage erledigt. So. Genau, man braucht die Mauer nicht, um reinzukommen, sondern um rauszukommen. Auf das Dach hier kommt man gar nicht. Und ich würde mal sagen, das ist dann doch schon mal ein kleines Speichernwert hier. Jetzt halten wir schon mal ein bisschen mehr aus und haben sogar noch ein paar Rüstungen, die wir notfalls auch verticken können. Zum Glück ist hier ja nicht wie in Oblivion oder Skyrim. Ja, ich spiele zurzeit Skyrim, beziehungsweise ich habe es gestern durchgespielt, die Main Story. Aber egal, zum Glück gibt es hier dann kein Tragelimit. Ich laufe dort immer mit gezwungener Waffe rum, aber wenn ich das hier zu lange habe, dann werde ich verprügelt. Das ist der Unterschied. Also sollte ich nicht machen. Gut, jetzt wollen wir einen kleinen Wachnamen... In seiner Weisheit tat es. Boah, das war laut. Danke, Vatras, fürs Unterbrechen. Wachnamen namens Mika suchen. Und ich weiß nicht, wo genau, aber dort in der Nähe sollte auch Harads Orkwaffe sein. Da hinten ist Mika. Und der wird mich dann zum Söldnerhof führen, wo ich sowieso noch hin wollte. Also... Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch nochmal für die Asynchronität der Parts 9 bis 11 entschuldigen. Wenn man ein bisschen länger aufnimmt mit Fraps, tut es der Synchronisation anscheinend nicht so gut. Deswegen nehme ich eigentlich immer Parts auf, aber ich kann es hier leider nicht überwachen und ich kann auch leider nicht im, ich muss im Vollbild spielen und kann dann auch nichts überwachen. Also es kann sein, dass die Aufnahme zwischendurch einfach mal pluck, pluck und das ist dann keine neue Aufnahmesession, wenn die dann aus und angeht. Das mache ich dann einfach nur, um sicher zu gehen, dass hier keine Asynchronität herrscht. Wo komme ich her? Aus der Stadt. Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Ich wollte deine hässliche Fresse sehen. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was hört sich fair an. In Anbetracht dafür, dass du sowieso irgendwann sterben wirst, weil ich deine Dienste häufiger beanspruchen werde, und zwar auch gegen Stärkeres. Hier. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Komm hier nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Jo, kein Problem. Ich möchte erstmal was an den Einstellungen gucken, nämlich zum Thema Steuerung. Und zwar Schnellspeichertaste. Gab's hier doch irgendwo. Gab's hier? Erweitert. Was war denn? Radialnebel. Naja, was soll's. Hey. So, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Ich werde von Monstern angegriffen. Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Das bildest du dir sicher bloß ein. Was ich aber merkwürdig finde, wieso kann ich nicht, soll mich eigentlich führen? Mein Gott, habe ich das wirklich alles so sowas von gar nicht im Kopf. Bauerntechnik. Wow. Alt. Schade, das klappt nicht so, wie ich mir denke. Hätte ja klappen können. Ach du Schande. Allein von dem hier kriege ich schon so viel aufs Maul. So, jetzt haben wir wenigstens mal einen Wolfspelz. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Ich werde von Banditen verfolgt. Ich werde von Banditen verfolgt. Tatsächlich? Wo sind sie denn? Wenn du verfolgt wirst, müsste ich doch wenigstens einen... Ja. Ist gut, Mika.
Es ist ja nicht so, dass ich deine Hilfe wirklich bräuchte oder so. Keine Ahnung. Wie weit bin ich denn Was hier auch von immer du meinen gemeint haben. Quests? Warte mal, wo hatten wir das denn? Ich glaube da nicht dran. Ich hatte irgendwo die Quests auch. Das habe ich schon immer gesagt. C, wartet mal. Er arbeitet auch den ganzen Tag. T. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. L. Aktuelle Mission. Ablösung für Laris. Habe ich das nicht schon gemacht? Das kann den Hafen nicht verlassen. Ich soll mich in den Aquamarinenempfänger auf dem Marktplatz zeigen und jemanden ausfindig machen, der Laris ablösen kann. Habe ich das alles nicht abgespeichert? Ehrlich, ich hab's selbst Du erledigt. warst es doch. Willkommen, Fremder. Erzähl Mein Name ist einfach. Baltram. Ja, haben wir alles Da schon muss. gehabt. So, Er muss die hast Arbeit du einen machen. Job für mich? Nein, du warst es nicht. Du warst es nicht. Er sollte lieber den Mund halten. Nein, 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 nein. Dein Angebot mit Gritta hatte ich eigentlich auch schon erledigt. Okay, ich mach's bla 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 bla. Und blub. Sarah. Nicht Gritta. Ich muss weiter. Von. Gut, dann habe ich jetzt. Du warst es, Rengaro. Was machst du hier? Ach so, den ging es ja nicht an. Wer war das denn dann? Das ist Ich mal weiß es wieder nicht. viel Ich zu stehe auf schnell. deinen Marktstand hier. Wie läuft das Geschäft? Nein, 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 nein. Hatten wir alles schon. Zeig mir deine. Hey, du. Zeig mir deine Ware. Okay, zeig mir deine Ware nochmal. Zeig mir das. So, ich habe nämlich ein kleines Wenn ich dich Briefchen nicht für dich, kenne, wie haben nämlich wir es dann Nachricht bitte? Sehr Kantas Brief interessant. für die Händlerin Sarah. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und dann noch bei der Miliz anschwärzen. Wirklich, ich habe es Er selbst arbeitet auch den ganzen Tag. Ich glaube, So, ich aber ich sollte glaube, das Sarah habe ich lieber ja den im Mund letzten halten. Part nicht gemacht. Dann ist ja, ist da nicht, Mein es Mann, ist hast du mir abgestürzt, was genau. ganz anderes gehört? So war's doch. Irgendwer muss die Arbeit Ach, machen. hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah erst den Brief unter, dann verpfeifst du es. Mach. Ja, okay. Dann verpfeifen wir sie bei André. Mit André haben wir eh noch nicht gesprochen. Und die Ablösung für den Marktplatz, ich weiß, wer das war. Wer war das nochmal? Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. So, Lord André. Enno sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Sarah verkauft Waffen an Ona. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen.